Linke Maustaste. Ach ja, ich muss ja mit Maus spielen, ne? Maus und WASD oder so war das, ne? Das bin ich. Ja, und das ist die Welt von Moonhunters. Wer es nicht kennt, willkommen YouTube. Willkommen auch Chat. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Moonhunters. Ihr habt es gewählt. Wir machen es diesmal zu zweit. Wir werden eine weitere Legende in unsere Welt holen. Beziehungsweise diesmal zwei Legenden. Sag nochmal Hallo für alle, die da sind. Hallo. Siehste, geht doch. Und gehen wir mal rein. Ihr dürft natürlich meine Charaktere komplett ändern und auch einen Namensvorschlag machen, wie immer. Also Chat, wen sollen wir spielen? Die Zauberklinge, die Ritualistin, den Druiden, die Hexe, den Sonnenkultisten. Wir haben übrigens alle Charaktere freigeschaltet. Die Liedweberin oder die Schneetänzerin. Eure Wahl. Ich gehe nochmal ganz langsam durch. Zauberklinge, Ritualist, Druide, Hexe, Sonnenkultist, gerne auch mit Zahlen, einfach von 1 bis 7 oder so. Und Schneetänzerin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes! Hat er doch im Kopf, der Ustra? Hat er doch was im Kopf? Hat er was im Kopf oder hat er nichts im Kopf? Wer hat was im Kopf? Zahlen. Du kannst ja schon mal meinen Charakter einen Namen geben. Ich soll deinem Charakter schon mal einen Namen geben. Wie soll er denn heißen? Du kannst doch schon lauter reden, dann hören die Leute auch, was du sagst. Wie immer. Jesse. So, ja? Gut, da heißt ein Charakter Jesse 3. Was ist denn 3? 3 ist der Druide? Ja. Sonnenkultist. Da können sich die Leute nicht entscheiden. Wir warten das noch ab, sonst würfel ich das aus. In 5. In 4. In 3. In 2, in 1, in das was. So, wie gesagt, ihr könnt gerne mitentscheiden, wenn ihr keine Ahnung von dem Spiel habt, an den Chat. Das macht hier überhaupt keinen Unterschied. Dieses Spiel ist darauf basiert, dass jede Entscheidung hier mehr oder weniger einfließt. Also bitte, auch wenn ihr keine Ahnung habt, immer gerne her damit. Ich würfel heute mal nicht mit meinem W20, sondern mit meinem W12er. 1 ist für den Druiden, 2 ist für den Sonnenkultisten und natürlich alle geraden und ungeraden Zahlen, die resultieren. Es ist eine 12. Es ist die 12. Wir sind doch hier nicht beim Lotto. Die höchste Zahl auf meinem W12er bedeutet, wir spielen den Sonnenkultisten. Du hast gut aufgepasst. Ich sehe schon. Am Ende gibt es wieder einen Test. Am Ende gibt es einen Test. Wie, für jede Antwortmöglichkeit, die wir im Spiel gegeben haben, müsst ihr dann wissen, welche das war. Wir brauchen einen Namen für unseren wunderbaren Sonnenkultisten, wessen Farbe ich schon mal vorlegen werde. Ich werde den Blau nehmen. Also, den Pink. Nein, den Blau. Wir brauchen einen Namen. Ra. Hört sich okay an. 5, 4, 3, 2. Achso, ja, für alle Entscheidungen, ich werde jetzt gerade Jessys Sklave. Das ist aber lang. Also, ich find's gut. Jessys Sklave. Das geht nicht. Jessys Sklave. Das hört sich nicht okay an. Dann Jessys Ra. Jessys Ra? So eine Kombi aus beiden? So eine Kombi aus dem, was gerade kommt. Na gut, nehmen wir so mit. Achso, ich muss mir eben nochmal eben was frödeln. Das ist mir doch dann zu weit unten. Nein, Moment, bitte Chat. Ich muss mir hier gerade was einstellen, damit ihr ein bisschen weiter unter seid. Weil ich weiß, das ist das neue Super-Logo. Aber das muss ja nicht sein. Jessys Ra. Auf geht's. In Blö. Farbe war okay bei dir? Jo. Okay. Ja, also wo fangen wir an? Und das ist jetzt bei allen Entscheidungen so. Also wenn ihr schneller lesen könnt als ich, gerne schon mal reinschreiben in den Chat. Oben fängt immer an mit 1 und nach unten immer mit der letzten Zahl, die kommt. Also, das Staubvolk wäre hier 1. Sind wir heute vom Wolfsclan 2. Der Hohe Stamm 3, die Celestia, ich habe 4 und die eine Stimme 5. Ihr dürft es entscheiden, 3, der Hohe Stamm. Wie gesagt, macht alle mit, die gerade da sind. Das sind nur Zahlen in den Chat tippen. Haltet euch nicht zurück, denn umso mehr Einflüsse wir hier haben, umso interessanter wird der Charakter am Ende, den wir in unsere Legenden mit aufnehmen. 3, 2, 4.
3, 2, 4. Ich hab so viel. Na gut, ich nehme den 20er. 5. Das kann ich fast nicht mehr mit dem Wurf würfeln. Da muss ich fast schon einen W6er nehmen. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2. 2, 2, 2. Der Wolfsclan wird es. Mit einer Stimme mehr, aber man sieht, alles ist ganz cool eigentlich. Wir überspringen das Intro an dieser Stelle wieder nicht. Achso, möchtest du eigentlich die Mucke mithören in irgendeiner Form? Ich kann die leise anmachen. Nein? Achso, okay. Ja. Du schaffst es auch ohne Ton. Ich muss sagen, mein Mond hat das tut sogar ein bisschen weh, weil die so schön aus. Ich kann das anmachen für dich. Das ist kein Problem. Lass uns eben das Tutorial durchhören. Moonhunters. Ja, wie wird man sich an Jessys Ra erinnern und an Jesse? Wir werden es herausfinden. Achso, auf geht's. Dafür werde ich die Kopfhörer absetzen, weil ihr habt gerade gehört, meine wunderbare Begleitung, Frau, möchte gerne auch den Ton mithören. Das heißt, wir werden den Ton mithören. So, ja? Jeder liest seine Zeilen vor. Okay? Aber laut. Ich guck schon mal so ein bisschen rüber. Man kann meinen Kopf so ein bisschen sehen. Ich kann das Mikrofon noch ein bisschen mehr mitgestellt. Ich hoffe, für euch ist der Ton okay. Wenn nicht, müsst ihr was sagen. Ich habe langsam Hunger. Wir müssen einen Ort finden, an dem wir unser Lager aufschlagen können, vor dem Fest des ernsten Mondes morgen. Achso, wie war das nochmal? Ach, mit dem kämpft man so merkwürdig. Ich erinnere mich. Hätte ich verbrennen müssen, ich dachte. Ich erinnere mich, Zarka. Ich habe dich noch nie verbrannt mit diesem... Oh, hi. Guck mal, da steht ein Kind. Bitte F. Zwei Gestalten streiten sich im Fackellicht. Das Kind verdient eine Chance. Oder wenn wir so bei Dialogen immer den anderen sprechen, ja, bitte? Das Kind verdient die Chance auf ein normales Menschenleben. Der Wolfsclan kümmert sich sowohl um Säuglinge als auch um verwaiste junge Tiere. Lass zu, dass das Dorf ihn adoptiert. Warum soll er normal sein, wenn er außergewöhnlich sein könnte? Lass die große Mutter ihn persönlich aufziehen. Dann wird er sich einst als mein Nachfolger um die Schreine kümmern. Bruder, Jessys Ra, was ist am wichtigsten im Leben? Glück oder Ziel? Ja, Chat, jetzt hat ihr nämlich ihr gefragt. Eins ist oben, zwei ist unten. Bei allen Entscheidungen ist das so, wenn ihr schneller lesen könnt als wir, dann haut sofort eure Antwort raus. Das wäre ganz hilfreich. Möchtest du es wegstellen? Ja. Kannst du mir das Wasser gerade mal reichen? Ja, klar kann ich dir das Wasser reichen. Träum weiter. Hast du mitgezählt, ab wo? Ich glaube, ab Azu, ne? Ja. 2, 1, 1, 1, 1, 1. Also Glück. Du kannst nehmen, was du willst, ich nehme Glück. Ihr seht, die hellblaue Farbe, die Farbe auch meines Charakters, ist die Farbe, die ihr mal auswählt. Lasst euch von dem zweiten, also, ich sage jetzt mal nicht täuschen, dass ich, oh nee, der hat das gar nicht gewählt, was ich wollte. Das hast du schön gesagt. Aber wir sind alle Kreaturen, die Trost brauchen. Und wenn er gerufen wird, wird er freien Willens zu euch kommen. Ha, dann wirst du ihm beim Fest des ersten Mondes wahrscheinlich auch Kuchen zu essen geben. Was bringt das? Dass er lecker und glücklich ist. Du hast deinem Waisenkind geholfen, adoptiert zu werden. Du hast den Ruf, mitfühlend zu sein. Süß. Noch nie gehabt. Mitfühlend? Nein, dieses Event. Aber das, also das ist nicht unbedingt neu, dass wir was sehen, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Den sehen wir oft. Mögen die Königin des Himmels und die silberne Schwester mich auf meinen Reisen und beim Weihen dieses Steins unterstützen. Ist mir egal.
Aber jetzt sind wir mitfühlend und stolz und jetzt können wir theoretisch in der ersten Stadt gleich. Nein, wir haben noch nicht den Ruf. Na, das stimmt. Das stimmt. Lass uns mal ins erste Lager gehen. Ja, auch beim Lagern dürfen wir natürlich entscheiden, wie wir zu lagern haben mit unserem Charakter. Dann würde ich dich bitten, die Entscheidung abzuwarten, bevor du dich irgendwo reinsetzt. Das wäre cool. Bei mir war gar nichts. Wie klingt das denn? Ich habe keinen Ruf nach dem Kampf. Hier scheint es sicher zu sein. Schlagen wir das Lager hier auf. Also, eins ist Rasten, zwei ist Kochen, drei ist der Blick in die Sterne, vier ist Jagen und fünf ist Wache halten. Das wird bei jedem Mal Lagern so sein. Also auch dort schreibt immer was rein. Außerdem mache ich hier einfach mal so einen Trennstrich, damit ich weiß, wann ihr was schreibt. Nicht? Ja. Könnt ihr aber auch gerne selber machen, wenn ihr vier und fünf Jagen und Wache halten. Vier Jagen. 5, 4, 3, 2, 1 und wir gehen jagen. Tu das mal, was du willst. Ja, ich. Du weißt doch. Gut. Jessys Ra geht auf die Jagd und bringt leckeres Fleisch zurück. Jessys Ra gewinnt 5 Stärke und 2 Mut. Jessy starrt in den nächtlichen Himmel und versucht zu verstehen. Jessy gewinnt an Weisheit, 5 Intellekt und 2 Glauben. In der Konstellation der Göttin und ihrer 4 Gesichter bemerkst du 5 helle Sterne, die zu keiner dir bekannten Konstellation gehören. Sie sehen aus wie ein Fuß oder ein Gesicht. Das ist dein Event. Das entscheidest nur du. Da haben wir keine Entscheidungsmöglichkeit drin. Das finde ich auch sehr interessant, dass der Chat jetzt etwas hat, woran er nicht beteiligt ist. In der Erinnerung und in deiner Fantasie siehst du die Gesichter derer, die dir am Herzen liegen. Du hoffst, dass sie sich genauso gern an dich erinnern. Jessy gewinnt an Attraktivität und 3 Ausdauer. Wie gesagt, für Jessy braucht ihr keine Möglichkeit geben, weil der Charakter wird nicht von euch bestimmt, sondern nur mein Charakter. Das hat etwas damit zu tun, weil sonst müsstet ihr bei jeder Entscheidung 2-mal voten und das will wirklich keiner. Also, wie gesagt, ich habe die Musik runterdrehen. Ja, klar. Ich hoffe, so ist gut. Klar kann ich das machen. Das geht alles on the fly. Das ist doch alles kein Problem. So. Er krächzt mit einer seltsamen menschlichen Stimme und fliegt davon. Vielleicht kann dir jemand beibringen, mit Tieren zu reden. Der Älteste wird in den kommenden Jahren Ratschläge benötigen. Es ist ein Glück, dass er manchmal auf mich hört. Brauchen wir schon was? Ha, du wirst so viele ausgeben wie Hilaris, ha? Nicht so ganz. Ich hoffe, der Stamm der Celestina eines Tages wiederzusehen. Als Kind habe ich sie besucht. Sie war das schönste intelligente Volk. Nun ist es besser. Ja, gerne, gerne, gerne. Du hast mit ihm geredet. Uchi, uchi, gu. Kein Grund zur Sorge, kleines Baby. Nein, nein, nein. Ach, meine Sorgen sind unwichtig im Vergleich mit denen, mit deinen. Dessen bin ich mir sicher. Viel Glück auf deinen Reisen. Sie ist... Irgendwas ist hier fischig, Leute. Diese Frau war bei den letzten Durchgängen in dieser Geschichte immer sehr traurig, dass ihr Mann tot ist. Der geht's vollblendend. Das ist voll nicht in Ordnung. Wenn ich nicht die besten Früchte pflücke, werde ich vielleicht vom erzürnten Geist von Hilaris heimgesucht. Na gut, das sollten wir vorlesen, das stimmt schon. Lass uns da reingehen. Die Luft drinnen ist kühl und feucht. Die Dorfbewohner diskutieren, ob Hilaris lieber Fisch oder Fleisch oder Pilze aß. I don't know. Ehret die Siege von Hilaris. Die Spinne vor langer Zeit. Geliebt vom Wolfsclan. Inspirierend. Na, wie werte Frau. Die Teeblätter in meiner Tasse ergeben kein Muster, kein Schädel oder Vögel oder Klingen. Nur ein unleserlicher Brei. Was mag es bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Der
Grimm. Der Grimm! Der Grimm ist in meinem Tee! Was macht der Grimm in meinem Tee? Der hat Haare drin. Du bist kein Held. Du bist nicht mit Hellares zu vergleichen. Mich kannst du nicht täuschen. Ich beobachte dich. Die große Mutter hat sich mit dir Zeit gelassen, nicht wahr? Du musst im Mondlicht bezaubernd aussehen. Ja, du bist bezaubernd. Okay. Die Ältesten erzählen sich Geschichten über die Vergangenheit mit Hellares. Jemand mit mehr Geduld würde ihrem Geschwätz vielleicht zuhören. Die große Mutter macht über das Dorf ihr Gesicht, ist aus uraltem Holz geformt. Der Wolfsklan sagt, die Mondgöttin gebiert alle Lebewesen und fördert alle Instinkte. Sie nennen sogar den winzigsten Wurm ihr Kind. Okay. Du bist nur listig, ne? Du hast mit dem gesprochen. Jessys Haar. Du kannst trotzdem am Fest teilnehmen. Ich werde dich nicht davon abhalten, aber wir wissen, wer du bist. Wow! Es ist Zeit für die Vorbereitungen zum Fest des ersten Mondes. Bist du bereit? Ja, wir sind bereit. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich hoffe, es gibt genug Kuchen für alle. Ich krieg bestimmt keinen Kuchen. Wie wir wissen, wer du bist? Was bedeutet der Scheiß? Du weißt genau, was das bedeutet. Du weißt genau, was du letzten Sommer getan hast. Ich hab die Sonne angebetet. Sorry, ja. Ich bin mir ganz sicher, dass du mich wieder verbrennen wirst. Warte, bestimmt nicht. Ich mach nur kleine Meteoriten. Geht sie bitte kleine Meteoriten? Ich werde sterben, weil du zu unfähig bist. Ich bin überhaupt nicht unfähig. Du hast mit dem geredet. Was denn? Es gibt nichts zu fürchten. Der Wolfsklan hat schon jegliche Unglücke gemeistert. Bis zur Rückkehr der großen Mutter werden wir ihr Grund geben, auf uns stolz zu sein. Ist aber so. Jessys Rat, du musst herausfinden, was geschehen ist. Wenn du eine geweihte Priesterin finden kannst, kann sie dir vielleicht helfen. Du darfst hier nicht mitmachen! Ja, du darfst nicht am Fest teilnehmen, du darfst unsere Probleme lösen. What the fuck? Aber wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich dir nicht helfen. Ah, bisherer Beigeschmack. Dann werde ich dir auch nicht helfen mit deinen kleinen Männerproblemen. Ist mir scheißegal. Ach, jetzt ist sie wieder traurig. Das ist ja auch nicht ihre Geliebte, sondern ihre Freundin gewesen. Nein, das war die Geliebte. Echt? Ja. Tabira, wie konntest du mich nur damit allein lassen? Ich habe keine Ahnung. Der Geist spricht eine Sprache, die klingt, als ob Wind über Sand hinwegfegt. Tja, können wir immer noch nicht mitreden. Gucci, Gucci, Gu, keinen Grund zur Sorge, kleines Babylein, nein, nein. Weine nicht. Vasilisa wird zurückkehren und die große Mutter ebenso. Chat, fragen oder helfen? Überall, wo ihr meinen kleinen blauen Pfeil seht, da dürft ihr mitmachen. Das ist jetzt zwar ein blödes, das ist jetzt natürlich ein blödes Dankeschön, dass ihr weggeräumt habt, auf jeden Fall. Du darfst dich schon ruhig schon entscheiden. Tut ja keinem weh, wenn du das schon tust. Helfen oder fragen? Aber was fragen wir denn? Hallo, wie ist das Wetter denn? Völlig belanglos. 5, 4, 3, 2, 1. Entscheidung fällt auf Helve. Helve? Helve. Danke, wenn du im Wald einem munteren Mädchen im Alter von 10 Sommern begegnest, sag Vasilisa. Heißt die bestimmt. Hallo Poli, schön dich zu sehen. Willkommen. Viel Spaß beim Moonhunters. Als ihr Vater verlangt, dass ihr nach Hause kommt. Machen wir. Alles gut. Du musst drucken. Neuer Ruf stolz. Wir sind alle stolz auf dich, dass du hierbei bist. Oh Gott, jetzt beginnt wieder diese Kacke. Da habt ihr leider keine Entscheidungsmöglichkeiten. Das werden wir zu zweit ausknobeln, denke ich. Das ist ja. Das Gute, dass ich jetzt nicht alleine bin. Seltsame Skulptur. Wir haben gesagt, wir schauen uns das nächste Mal mehr um. Ach ja. Das Dorf der einen Stimme habe ich da hinten noch gesehen. Aber ich sehe nichts, was jetzt irgendwie ein großer Baum. Und keine Ahnung. Also was meinst du, wohin? Ich würde sagen Richtung Dorf. Hier oben Richtung Dorf. Hm? Okay, machen wir das. Ich bin sehr gespannt, was auf unseren Reisen passieren wird dieses Mal. Es ist jedes Mal immer, es ist immer schlimm. Das letzte Mal war das Beste. Das letzte Mal war das beste Mal, bis jetzt zumindest. Ja.
Oh Mann. Ich kann ein bisschen lauter machen. Das hören die Leute, glaube ich, nicht. Außerdem ist ja der, theoretisch der Ton synchronisiert, von daher wäre es irgendwie nicht ganz so schlimm. Wir können hier rein. Die Höhle bietet Schutz vor der senkenden Sonne, aber dem Schmuck nach zu urteilen, wohnt hier jemand. Hallo oder betreten? Chat. Der ist wieder vor euch. Ja, wie gesagt, für alle, die bei YouTube nachschauen, es könnte eventuell sein, dass es langwierig und langweilig für euch ist. Eventuell an der einen oder anderen Stelle, wo ihr warten müsst auf die Entscheidung. Aber ich denke mal, es ist eine Erfahrung, die man machen kann. Und ihr habt, glaube ich, schon 2 Folgen Moonhunters gesehen, wie ich das so beurteile. Und 2-1. Wait. Also jetzt 1, ja. Wir müssen ein bisschen über einen Trennstrich machen. Das mache ich gleich mal. Ja. Eins, eins, eins. Und jetzt zähle ich bis 5. 5, 4, 3, 2, hallo. Was? Ich wollte nur einen Kumpel hallo sagen. Na, sehr schön. Eine Frau tritt hervor und starrt dich wütend. Sie ist das? Davor. Geh weg, dies ist jetzt mein Zuhause, du gehörst nicht hierhin. Wollen wir ihr schmeicheln oder wollen wir gehen? Chat, ihr dürft weiter entscheiden. Ich mache hier mal einen Trennstrich. Damit ich dann weiß, was los ist. Entschuldigung. Das ist der Schnipsenjäger. Ich bin halt der Schnipsenjäger, warum frage ich sowas überhaupt? 5, 4, 3, 2, 1. Schmeichel. Du bist genau wie die Männer meines Volkes. Voll stürmischer Zuneigung, wenn dir danach ist. Nein, dein Charme ist dir nicht willkommen. Auf Wiedersehen. Nein, nicht. Dankeschön für den Strich. Neuer Ruf, verführerisch für dich. Für mich ist... ich habe immer noch gar keinen Ruf. Wie kann das sein? Ich bin so unbedeutend. Fänd dich damit ab. Bitte was? Ich nehme das ganze Geld mit. Es war nur ein kleiner Meteorit, ich hab's dir gesagt. Hm? Tu nicht so. Oh, ein Geist. Der Geist spricht eine Sprache, die klingt, als ob Wind über Sand hinwegfliegt. Das ist nicht gut. Die Monster sind heute sehr aggressiv. Wollte ich nur mal so loswerden. Wir werden natürlich versuchen, alles zu erkunden, was wir so finden. Wenn wir an mancher Stelle nichts finden, dann haben wir es zumindest komplett erkundet. Gut gesagt, nicht? Finde ich auch. Weise Worte. Danke. Wenigstens einer, der meine Profession zu schätzen weiß hier. Aber du musst auch. Du hast ja keine Wahl. Du musst mich einfach gut finden. Naja, sonst wäre ich ja auch nicht hier, ne? Ich mache mal ein paar Meteoriten, wenn das kein Problem für dich ist. Ja, aber bitte nicht auf mich. Obwohl, du hast jetzt natürlich die... Mit deiner Super-Attacke hast du natürlich... Wir haben natürlich eine Super-Kombo. Ja, das stimmt. Das finde ich ja voll okay. Dann mag ich dich jetzt wieder ein bisschen mehr. Auch. Ne? Kann man ja mal so sagen. Wir haben sogar einmal geschafft. Liebling. Ja, super. Wir haben es übrigens das letzte Mal geschafft, bei einem der Durchgänge, die wir offline ab und zu mal machen. Ich weiß nicht, ob wir sowas dann auch aufnehmen sollten. Ich meine eigentlich nicht, aber... bei einem der Durchgänge, die wir gemacht haben, sind wir tatsächlich aus der Karte geglitscht. Was ich ganz interessant fand, weil wir sonst eigentlich keine Bugs gefunden haben. Aber das war ganz nice. Man weiß also jetzt, wir wissen jetzt mehr oder weniger, wie sich diese Karten zusammensetzen. Ich meine jetzt nicht, wir wissen jetzt nicht, wo jedes Geheimnis ist dadurch, aber wir wissen so, dass das nur so Vierecke sind, die sozusagen random aneinander geklebt werden. Das ist ganz witzig eigentlich. Und wodurch sich auch dieser Wiederspielwert so ein bisschen erklären lässt. In diesem Lager können wir anscheinend nichts. Also man sieht so aus, als ob wir könnten, aber wir können nicht. Wir können hier nichts in Erfahrung bringen, schade. Lass uns erstmal nach oben gehen, vielleicht. Ja, okay. Ich muss selber verbrennen. Warum nicht? Selbstgeißelung! Bestgeißelung. Ja, was anderes machst du ja auch nicht, ne? Ne, das stimmt doch. Was ist das für Kampfgebiet? Ah! Du hast es gefunden, sehr gut.
das Absicht? Komm nicht zu nah an die Mitte. Ich kann nur 3 Meteoriten machen, das ist so langweilig. Musst du mir dir mehr kaufen? Nee, ich kann mir nicht mehr Meteoriten kaufen, das macht doch gar keinen Sinn. Ich muss mehr Ausdauer haben. In der Theorie. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Meteoriten, Hagel, go! Ja, so ein bisschen habe ich Angst vor den Viechern, ne? Oh mein Gott, ich kriege richtig viel Schaden. So, kriege ich da ein bisschen Damage wenigstens. Alter. Ich sage das ja nur ungern, aber wir sind schwach as fuck. Ich meine nur, ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich dachte, wir hätten eine coole Combo. Ist auch cool, ist trotzdem schwach. Lass uns nicht sterben. Nein, nein, das liegt definitiv nicht an mir. Oh, was ist hier? Die Schlange scheint schwer verletzt zu sein. Jemand mit mehr Mitgefühl würde sich um sie kümmern. Mist. Ich habe extrem kein Mitgefühl. Ha? Du aber. Dankeschön. Oh, fuck. Schade, ich hätte dir gerne geholfen bei deinem Problemchen. Perfekt. Sehr gut gemacht. Man darf das nicht unterschätzen, so für alle, die vielleicht zugucken. Das ist schon relativ herausfordernd, das Kämpfen an sich. Man darf hier. Haha, du bist fast so mächtig wie Dunja. Kannst du mir eigentlich sagen, warum immer nur deine Charaktere erwähnt werden? Weil ich ein Held bin. Lade den Basisangriff, um einen Flammenchakram zu werfen. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Schaden durch Basisangriff erhöht. Machen wir erstmal das. Erstmal so den Grundschaden ein bisschen erhöhen. Man weiß ja nie. Oder was meinst du dazu? Ah, hier ist diese Statue wieder. Ich würde so gerne wissen, was das damit auf sich hat. Aus dem Stein erklingt polternd eine Stimme. Ihre Macht lässt dich erschaudern, aber die Worte sind in einer unbekannten Sprache. Chat? Du bist gefragt. 2. Gibst du mir gerade noch den Wein nochmal? Ja. Willst du aus der Flasche trinken? Nein. Das ist grausam. Ich kann so einfach sagen, kannst du mir noch ein bisschen Wein einschenken? Dann sag ich so, ja, ist cool. Ist okay. Entschuldige, das nächste Mal werde ich das genauso machen. Ich werde genauso reagieren. So klar. 2-2-2-2-2-2-2. Wir sollen die Worte wiederholen. Wir wissen doch gar nicht, was er sagt. Vielleicht sagt er, meine Mama ist nicht okay. Und dann sage ich, ja, meine Mama ist nicht okay. Ja. Der Chat will, dass der Chat will. So ist es. Wiederholen. Langsam wiederholst du die Worte. Während die Statue spricht, du spürst einen Stoß, weißt aber nicht, was er bedeutet. Die Statue schweigt. Er ist unhöflich, dem nachzusprechen. Ich bin tapfer. Ich bin tölpelhaft. Das ist völlig okay. Warum haben wir eigentlich wieder volles Leben? Waren wir am... Danke, Arthur. Ah, Kampfarena. Das brauchen wir definitiv. Jetzt wissen wir, ich mache jetzt mehr Schaden. Ja, das war gut. Das sind alles meine Freunde. Lass den in Ruhe. Ich mach das schon. Verbindest du dich denn auch mit dem Endgegner? Nein. Außerdem werfe ich ein paar Meteoriten auf dich. Ich hoffe, das stört dich nicht zu stark. Ich denke aber nicht, oder? Überhaupt nicht, Liebling. Siehst du, mein Hasenpupsi? Alles ist völlig in Ordnung. Fängt das schon wieder an, Darling? Wir sind hier nicht bei Monkey Island. Verdammt, du kannst dich einfach da durchporten. Das ist ja voll mies. Ich dachte, ich kann dich jetzt ein bisschen verbrennen. Ich meine... Bitte? Ich dachte, ich kann dir ein wenig zeigen, wie schön es ist, wenn es einem warm ums Herz wird. Tu nicht so, als ob du nicht genau wüsstest, was ich von dir will. Mit meinen brennenden Ledersocken.
Ja, also das mit der Statue war jetzt blöd. Das gebe ich jetzt aber mal zu. Da ist nichts passiert. Wir haben nur eine riesige steinerne Statue verärgert. Ich weiß nicht, ob das okay war. Ist der letzte Weg hier, ne? Für die Hexenverbrennung brauche ich mehr Holz. Okay, ich hol mein Holz. Verbrenne jetzt ein paar Hexen. Drücken! Schon wieder fängst du an zu schreien. Unglaublich! Mit den Jahren wurde Jessie immer berühmter für ihre Schönheit. Oh. Okay. Finde ich sehr passend. So, was machen wir? Hi! Hast du jemals das Gefühl, dass wir nicht die Helden dieser Geschichte sind? Weißt du, was ich meine? Gute Frage. Was? Was? Was willst du, Digga? Was willst du, Digga? Alter, sei mal nicht so ein Meter. Bitte laber mich nicht voll, ja. Ich bin der dieser Geschichte, ja. 2-2-2-2-2-2. Diejenigen, die unsere Geschichte erzählen, werden ihre eigene Bedeutung finden. Wir müssen entsprechend unserer Leben kommen. Beten wir zur großen Mutter um Mut. Kurz flackert im Licht der Flammen eine Vision eurer gemeinsamen Ahnen auf. Das ist okay. Ich muss zurück zum Dorf. Mach das. So, wo sollen wir denn campen? Ich mache hier nochmal einen Strich. Fürs Campen. Wo wollen wir denn hin? Du willst wieder in die Sterne gucken, echt? Ja. Das kannst du aber nicht entscheiden. Vielleicht muss ich ja heute in die Sterne gucken. Das stimmt. Dann muss ich was anderes machen. 2, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Was? 5, 4, 3, 2. Kochen. Oh. Kochen? Und wir kochen wohl. Kochen it is. Du darfst. Oh, was kochen wir denn? Fleisch und Fisch. Fleisch und Fisch. Nein, Reis und Fleisch natürlich. Du beginnst die Zutaten zu vermischen. Mal gucken, ob wir ein neues Rezept lernen, bestimmt. Du hast ein neues Rezept für Queasy entdeckt. Dies verleiht allen plus 2 Stärke. Jessie starrt in den nächtlichen Himmel und versucht zu verstehen. Jessie gewinnt an Weisheit, 5 Intellekt und 2 Glauben. Ein väterlicher Schatten nähert sich dem Lagerfeuer. Ich bin's, Daddy. Ach ja, dieser. Ich habe gehört, dass du den Dorfältesten bei der Entscheidung geholfen hast, mir das Waisenkind zu geben. Ah! Ich habe überlegt, ihn nach dir zu benennen. Was meinst du? Soll er Jessie heißen? Natürlich soll der Typ Jessie heißen. Dumme Frage. Wenn du richtig mutig bist, kannst du die Frage dem Chat stellen. Ja, warum nicht? Chat! Ah! Tut, was meine Frau sagt. Chat! Oh! Der fucking Gleichstand. Dann will ich aber auch würzeln. Würzeln möchtest du? Ja. Möchtest du ein bisschen würzeln, mein Schatz? Dann zähl mal runter von 5. 5, 4, 3, 2, 1. Und? Ah, ungerade ist 1. Es ist gerade, also nein. Oh. Tja, du wolltest dem Chat die Entscheidung geben. Jetzt muss er damit leben. Ja. Zu spät! Oh! Hallo Sophos, schön dich zu sehen. Es hat sich nur. Sorry, dass das jetzt. Jeder muss wohl seinen eigenen Pfad finden. Er scheint mehr und mehr weiße Haare zu haben. Vielleicht Emil. Baba. Ja, ich glaube, Emil wird es gut gehen. Danke, Jessie. Jessie gewinnt ein Mitgefühl und 3 Glauben. Bei Sonnenaufgang nähert sich eine Gestalt dem Lager. Ja, den kennen wir schon. König Marduk verkündet, dass der rechtmäßige Sonnengott hiermit die Verführerin, die Mondgöttin, besiegt und zerstört hat. Du musst auch mal mitdrücken. Da hilft dir alles nichts. Jessie Sra, du kannst dein albernes Streben nach Gleichgewicht aufgeben und zu König Marduk zurückkehren. Oder du und die Heiden sterben nach 3 Sonnenaufgängen. Argumentieren? Aber ey, ich schwöre. Mond ist auch voll okay, ja? Ich schwöre dir, das ist auch Nachtsonne. Das ist kein Ding.
Digga. Ich mag den Tattoo auf der Stirn. Ist cool. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Argumentieren. Er ignoriert deine Worte und zieht sich zurück. Okay. Wir haben nur 3 Tage, um herauszufinden, was mit der Königin des Himmels geschehen ist. Oder uns auf den Angriff des Sonnenkults vorzubereiten. Ja, das stimmt. Eine Frage. Bitte. Neumond, Halbmond, Vollmond? Vollmond, Neumond, Halbmond. Okay. Wir haben uns das nicht aufgeschrieben, wie Idioten. Ja. Also hier unten hat sich ja nichts verändert, ne? Ja. Und wir wollen ja weiter hier hoch. Also, wenn wir zur einen Stimme wollen, müssen wir hier über den Sand. Ja, dann kriegen wir dann Honig. Ja gut, Honig ist uns egal, aber... Haben wir Honig? Naja, wir haben Honig. Aber wir wollen zur einen Stimme. Dörfer kosten übrigens keine Zeit. Also alles, wo wir jetzt irgendwo hingehen und an Ortschaften gehen, diese Ortschaften kosten keine extra Zeit. Oh! Schade, den hätte ich gerne getroffen. Vorsicht, ich komme und helfe. Du bist halb tot. Jetzt nicht! Wir haben Probleme. Oh, ich hänge. Oh Gott, ich... Er hängt in mir! Er hat wieder Haken! What? Du weißt genau, was ich meine. Okay, sehr gut. Das war gut. Brennt im Feuer der Rechtschaffenheit. So wie ich es liebe. Okay, ich habe ein paar Meteoriten auf diese komischen Blöcke da geschossen, damit die kleinen Spinnchen da erledigt werden. Perfekt. Lass uns erst hier runtergehen. Erst sauber machen. Alter, das war ja ernst. Fress Meteoritenstoff, Sternstaub, Bitches. Ich glaube, ich sterbe mal kurz. Ach, hast du dir so überlegt? Ja. Na komm. Es gibt noch genug. Es gibt noch genug Arbeit, ja. Es war auch viel auf einmal, ne? Aber ich habe auch nicht mehr ganz so viel Leben, merkwürdigerweise. Alter. Obwohl ich sagen muss, jetzt wo ich den Basisschaden erhöht habe, bringt das schon alles wieder mehr. Können wir hier was anklebern? Nope. Anscheinend nein. Na gut, dann lassen wir uns wieder hoch. Sehr schön. Das hat nichts geholfen. Tja, was gibt's hier? Der Wind heult jenseits des großen Brunnens. Tief im Inneren hörst du das Schwappen von Wasser, aber das Seil hält nur noch einen einzigen Ziehen stand. Trinken oder aufheben? Du hebst das Wasser auf. Warum hebst du das Wasser auf? Für schlechte Zeiten. Du meinst, wenn es zufälligerweise in der Wüste mal nicht regnen sollte? Genau. Zwei. Wir heben Wasser auf mit den Händen. Ach, das ist doch Quatsch. 5, 4, 3, 2, Wasser aufheben. Du verstaust das Wasser für einen Notfall und bist froh, mehr als nötig zu haben. Wir sind geduldig. Du bist geduldig. Ich bin stolz als einziger Trade? Wie kann das sein? Verführer, stolz und weise. Ja, weil du zu random entscheidest, beziehungsweise der Chat. Bist du sicher? Ja. Aber die Entscheidungen haben doch gar nichts miteinander zu tun. Ja, aber du musst, glaube ich, so ein bisschen was von dem einen... Hast du Mitgefühl? Habe ich Mitgefühl? Ja. Nö. Nein. Ja, ich habe Mitgefühl. Nein, nicht wirklich. Aber nicht mit Schlangen anscheinend. Danke an die Leute, die immer das Minus setzen, damit wir hier wissen, was los ist. Warte, wird auf dem Kanal noch gestreamt? Jede Woche. Von Freitag bis Sonntag. Wieso? Hi, Hexraffi. Oh, das Weinen und Knirschen der Geister berührt dich wie eine Feder. Die Geister beruhigen oder die Geister beobachten? Chat. Natürlich wird hier noch gestreamt, wie immer. Samstream, Freitags Pokémon und Sonntags Harvest Moon. Zumindest im Moment. Wieso? Ich hab doch keine längere Pause gemacht, oder? Nö. Nein. Zwei, weil creepy.
Du sagst es. 2-2, 2-2, 2-2. Beobachten. Lasst uns die Geister beobachten. Nach einiger Zeit bemerkst du, dass jedem Geist ein Halbmondsymbol schmückt. Kurze Zeit später versinken die heiligen Toten im Sand und kehren in die Unterwelt zurück. Achso, um die Uhrzeiten. Ja, ab und zu. Samstags ja eigentlich schon. Neuer rufen weise. Wir haben aber nichts gelernt. Wir wissen nur, dass die jetzt... Aber wir haben diese Vermutung schon mal gehabt, das können wir ja jetzt sagen. Wir hatten schon mal diese Vermutung, dass diese blauen Geister zur Mondgöttin gehören. Ja. Und dass diese anderen Geister, wo wir letztes Mal das Geistertor nicht geöffnet haben, dass die wohl andere Bedeutungen haben. Wie gesagt, samstags kann es mal passieren, dass wir mehr streamen. Und es bietet sich so ein bisschen an, je nachdem, wie man Lust hat. Und heute war ein guter Tag. Weil Vampire ist... Entschuldigung, ach, da stand auch noch dazwischen, das wollte ich natürlich nicht. Oh, meiner! Oh, die Schwelle, dieses Viech, ey. Ich versuche... Das Gute ist, ich bin so Halbfernkämpfer, das macht mir schon Bock. Ja, erstmal gucken. Nee, ich glaube, hier gibt es kein Weitergehen mehr. Genau, das wollte ich nur eben ausschließen. Und Livestream ist, wie gesagt, angenehmer als Aufnehmen, weil Livestream ist schneller für mich. Wesentlich schneller als Aufnehmen. Und Chat-Interaktion ist für jemanden, der Chat-Interaktion im Vordergrund hat, wie Abstimmung und sonst irgendwas. Hey, deswegen ist das sehr erquickend. Boah, nochmal einen Kampf würden wir jetzt nicht überleben, ey. Wenn wir jetzt nochmal in den Genuss kommen würden, dass wir dann ein Dings kriegen. Ja, dann müsste ich mich ja konzentrieren. Ja, konzentrieren auch. Krieg ich das Herz? Krieg ich das? Nein. Mal da weg. Komm schon, doch, hab ich. Noch für mich mehr Leben! Du kriegst das nächste Leben, ich schwör's dir. Oh, ah! Das tut mir leid. Natürlich sind es schwierige Gegner, warum nicht? Kommst du klar auf deiner Seite? Jo. Ich hab auch. Ja, das ist gut. Halt ihn. Vorsicht! Ich meine, an sich, wir können uns schon gut. Och, du meine Fresse. Lass uns mal versuchen, den zweiten nicht zu pullen. Okay, wir haben den zweiten auch gepullt. Jetzt musst du damit leben. Der steht in mir. Naja, du musst damit leben. Oh, Scheiße. Toll gemacht. Jetzt bin ich wieder schuld, ja. Du hast den zweiten gepolt. Wir hätten einfach nur oben hinten und her laufen müssen. Ist egal. Ich will nicht so nachtragend sein. Ach, auf einmal, ne? Ich bin gütig. Außerdem war diese Szene sowieso Müll. Da haben wir eh nichts gefunden. Wir hätten ja nur Honig gekriegt. Honig haben wir schon. Also, wie sollen wir lagern, Chat? Macht euch keine Sorgen. Diese kleinen Streitigkeiten. Wir sind glücklich. Wir sind glücklich vor der Kamera. Du stehst heute auf der Couch. Cool, da ist der große Fernseher. Dankeschön. Ja, macht auch wirklich immer Spaß. 5, wir sollen Wache halten. Ist aber einfach so. 5, wir sollen wirklich Wache halten anscheinend. Die Leute sind sich einig, die sprechen sich vorher ab. Die beschwören sonst. Das sind bis jetzt nur 3 Leute, die abgestimmt haben. Das ist völlig okay. Oh, 3 habe ich gar nicht gesehen, dass wir in die Sterne gucken sollen. Huppi! Entschuldigung! Unangenehm. 5, 4, 3, 2, 1. Sterne gucken. Für dich. Für mich Wache halten. Jessis Ra überwindet die Müdigkeit und schafft es, wach zu bleiben, mehr oder weniger. Jessis Ra gewinnt 5 Ausdauer und 2 Glaube. Jesse studiert die Konstellation und versucht im Weg des Mondes eine Bedeutung zu erkennen. Sehr gut. Jesse gewinnt an Weisheit 7 Intellekt und 5 Glauben. Sehr gut. Ohne das Licht des heiligen Monds und die Sterne besonders sind die Sterne besonders schön und hell. Du fragst dich, ob es Blasphemie ist, für die Abwesenheit der Mondgöttin dankbar zu sein. Wow, das ist merkwürdig. Reue zeigen oder akzeptieren, Chat? Ich meine, ach, das ist, okay, Chat, das ist,
Also jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Ich weiß, ich bin der Verräter und ich habe den Sonnenkult zum minimal vielleicht so eine Woche oder zwei angebetet. Nicht mehr. Ich hab auch kein supergeiles Stirntattoo, okay? Aber zu sagen, hey, die Mondgöttin ist weg, jetzt kann ich endlich die anderen Sterne sehen. Mach du mal ganz kurz. Ich soll machen? Ja. Ich mach's gleich wieder mir. Da. Was? Jetzt? Yes. Ich mach's mir. Keine Sorge. Aber Badewannen-Inferno. Ja, ich weiß. Ich muss euch nachher, irgendwann werde ich euch mal beichten, woran ich nebenbei noch arbeite. An meinem Großprojekt, an meiner Filmreihe. Oh, Gleichstand? Ja, dann würfel ich mal. 5, 4, 3, 2, 1, das ist der Würfel. 1 ist Treue zeigen, 2 ist akzeptieren, Multi, also alles ungerade. Es ist eine 13, also es ist ungerade. Also zeigen wir voll ordentlich mal Reue. Boop. Dein Herz ist mit Reue gefüllt und es wird schwer. Dies ist die Bürde der Unvollkommenheit. Du stellst dich auf weitere Zweifel ein. Jesse gewinnt an Stolz. Und 5 Ausdauer. Okay? Ja, wie gesagt, ich muss euch mal... ich hatte so ein kleines Film- und Videoprojekt. Das nennt sich... Badewannen-Inferno. Und das war eigentlich nur als Einzelprojekt und Film geplant, aber... Wir planen im Moment Teil 7. Und, nun. Nicht Badewannen-Inferno, oder? Badewannen-Inferno. Du hast Reue gezeigt. Dein Controller wartet schon auf dich. Es hat sich noch das hier ergeben. Sollen wir erst ins Dorf der einen Stimme? Ja. So, dann wollen wir mal gucken. Erst rein, ne? Ja, hier sind wir auch ab und zu mal immer wieder. Das ist so ein Dorf, das ist relativ oft auf den Karten, komischerweise. Ja. Neuerdings zumindest. Die Frauen diskutieren, was mit Shamash wegen seiner Obsession bezüglich der bösen Sonne geschehen soll. Boah, das ist aber viel. Das ist viel in einem Satz. Leute! Achso, außerdem, klettert immer weiter, bis du die gleiche Höhe erreichst wie Firakane. Oh, ich hab gar nicht noch Geld, Alter. Was zur Hölle? Sonnengebete kosten weniger Energie. Okay, ich mach wieder das, dass ich mehr Power krieg, wenn ich böse Meteoritenschmetter. Der Dorfbewohner betet leise weiter. Die Geräusche hallen im Brunnen wieder und lassen die Glöckchen erklingen. Okay. Shamash muss lernen, seinen Stolz zu beherrschen, bevor er zu einer Stimme werden kann. Die Göttin fährt Leidenschaft, aber sie muss durch Weisheit im Zaum gehalten werden. Ich spüre den Wind, doch mein Tanz fehlt Inspiration. Erzählst du mir eine Geschichte über die fade Tänzerin? Ich muss ihre Anmut und Kraft für mich nutzen. Welchen Aspekt der fahlen Tänzerin wirst du in deiner Geschichte hervorheben? Die Schnelligkeit oder die Urteilskraft? Vielen Dank nochmal, wie gesagt, an den Chat, der so fleißig und super mitmacht. Ihr seid... Hier, spricht das Flott und ich bringe euch Chatlove. Das ist aber nicht das Richtige. Ja, es war schon Chatlove. War schon okay. Moin, Checker! Moin, ist das richtige Wort. Hi, schön, dich zu sehen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Es ist die Schnelligkeit der fahlen Tänzerin. Das Staubvolk erzählt, dass die fahle Tänzerin sich schneller bewegt als jeder Wind. In nur einem Augenblick kann sie auf ein ganzes Schlachtfeld hinabstürzen. Dann muss ich aufhören, immer alles zu analysieren und stattdessen meinen Instinkt folgen. Ich muss einen Weg finden, schneller als bisher zu tanzen. Tölpelhaftigkeit und 3 Mut. Yay! Shamash. Ich lasse mich nicht mundtot machen. Nur weil ich in diesen Stamm geboren wurde, kann der Mond mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Die Sonne wird triumphieren. What? Wow. Okay, damit lasse ich... Guck mal, da oben leeren welche. Es tut weh, Ningal so außer sich zu sehen. Der kleine Shamash bemerkt gar nicht, wie sehr er seine schöne Mutter verletzt. Geh du mit dem. Das ist merkwürdig. Nicht mit dem. Mit denen da oben. Mit denen da. Und so seht ihr. Zweitstimme? What? Und so seht ihr, Schüler, dass man dank sorgsamer Berechnung die Wahrscheinlichkeit von so gut wie allem vorhersagen kann. Hey Maika, danke für den Host. Hallo an Maikas Leute. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen ein bisschen Moonhunters. Ja,
jetzt lernen wir, wie man Wahrscheinlichkeiten berechnet. Jesse, bitte sage es uns. Welche schwierige, ungelöste Gleichung würdest du entwickeln, wenn du könntest? Oh mein Gott. Also, das Schönheit ist oder Instinkt? Schönheit oder Instinkt. Du darfst entscheiden, wie du willst. Ja. Und ich kann mitentscheiden. Also, Schönheit oder Instinkt? Hi, nochmal, Amaika. Schön, wie gesagt, dass du... Danke für den Host. Du weißt, dass du diese Unterstützung bringst, ist. Und, ja. Hallo an die 5 Leute, die sich damit anschließen. Schön, dass ihr da seid. Wer das Spiel hier nicht versteht, macht nix. Reitet trotzdem fleißig mit, beziehungsweise gebt eure Sachen mit rein. 1-1-1-1-1-1-1. Ein bisschen mehr 1-5-4-3-2-1. Go. Schönheit. Ja, so ist es. Ich habe noch keine Gleichung gesehen, die mir sagt, ob die Reflexion des Mondes auf Wasser oder Eis schöner ist. Habt ihr noch Fragen, Schüler? Verführerisch. Verführerisch, weise und stolz. Daniel, danke schön für deine Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Man sieht, mein Balken wächst. Das ist gut. Das ist immer größer und länger. Dankeschön nochmal, Daniel. mein Balken wird größer und länger. Der Stamm der einen Stimme ist der beste Stamm, weil die heiße Sonne uns nicht ablenkt und uns nicht faul macht wie die Warmländer. Anscheinend. Satku übt zu singen. Seine Stimme ist mächtig, aber etwas fehlt. Hier stimmt etwas nicht. Ich spüre zu viel Traurigkeit und Streit. Ich muss in der Wildnis üben. Den haben wir auch noch nie in der Wildnis gesehen, ne? Ja. Aber irgendwas ist mit unserer momentanen... Auf einer einfachen Steinplatte ist das Zeichen des Halbmondes zu sehen. Die eine Stimme sagt, dass jeder Aspekt der Göttin in einem Stammbaum auftritt. Ihre 4 Gesichter glänzen wie ein Lied in ihrer Seele und der Seele ihrer Kinder. Ade, Firakan, der Fuchs. Wir kämpfen, damit du trotz der Niederlage in Frieden ruhen kannst. Schwören oder höhnen? Chat. Irgendwas stimmt mit unserer Welt im Moment nicht. Ja. Du möchtest Wasser trinken? Irgendwas stimmt extrem mit unserer Welt nicht. Alles, was ihr jetzt hier seht, haben wir noch nie gesehen. Also viele Sachen. Wir haben diese komischen Lehrer da oben nicht gesehen. Irgendwas verändert sich gerade krass in dieser Welt. 5, 4, 3, 2, 1. Wir schwören es. Der Sonnenkult... Du bist es, Entschuldigung. Der Sonnenkult wird mich nicht zum Schweigen bringen. Firakane wird nicht vergessen werden. So ist es. Tapferkeit und Stärke. Neuer Ruf. Tapfer. Als erstes bitte? Nein. Ah, ich will tapfer sein als erstes. Das ist dumm. Ich will das einfach mal haben. Wer bist du? Meine Großmutter hat mir Geschichten von Jessu, dem Piraten, erzählt. Niemand sonst erinnert sich an ihn oder hört meinen Geschichten zu. Schulterzucken oder zuhören? Nee, was mit den Geschichten? Was mit den Piraten? Nee, was mit denen? Könnt ihr was? Ist der von der Mafia? Ich weiß nicht. Solange er nicht aus Sachsen kommt. Der sächsische Pirat. Nein, wir wollen keine Kostprobe. Keine Kostprobe vom sächsischen Piraten. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, wir hören dem mal zu, ne? Vor langer Zeit, auf einer eisigen Insel mit dem Namen Suomi, stach Lesso der Pirat in See. Es heißt, dass Dampf sein Boot folgte, egal wohin er segelte. Bald wird er wohl vergessen sein, aber das ist das Los von Dieben. Geduldig. Neuer Ruf, geduldig. Sei mit den Freuden dieses Lebens zufrieden, Jesse. Wir, Liebe, heiße Quellen, das ist mehr wert als das Versprechen von Unsterblichkeit. Okay, das ist interessant. Wieder was gelernt. So, jetzt haben wir noch draußen. Also hier ist immer, in den Städten, ihr merkt schon, hier kann man extrem viel labern. Hallo, wer bist du? Spüre die liebevolle Berührung des Windes, als ob die Göttin deine Haare mit ihren eigenen Fingern durchkämmt. Durchkämmt die Wüste! Durchkämmt die Wüste! Hat jetzt aber keinen Tag gekostet? Nicht das Nein. Oh. Ich würde sagen, wir lassen das aus und gehen sofort hierher. Wir gehen sofort zum Chat fragen. Nee,
Ich glaube, wir gehen aus der Gefahr heraus. Wir gehen mal ins Geistertor. Vielleicht brennt das andere ja auch nicht ab. Dann können wir da ja auch noch hingehen. Warum wir nochmal unbedingt in das Geistertor müssen, naja, wissen wir nicht. Weil eventuell werdet ihr euch wieder so entscheiden. Und eventuell werden wir es wieder nicht sehen. Das ist jetzt der Plan. Wir können natürlich jetzt böse sein für diese eine Entscheidung, aber auf dass dein Herz dein einziger Tyrann sei, wow, das war deep. Warum machst du so viel Damage auf einmal? Ich habe auch meinen Kornschaden erhöht. Ah, perfekt. Meteor, Bitch! Oh, wir haben auch den Vogel hier. Siehst du denn an, so Vogel? Der Dämon will den Schrein nicht verlassen. Er entweiht den Baum, weil die große Mutter nicht hier ist, um ihn zu reinigen. Was soll ich nur tun? Den Vogel tolerieren oder den Vogel zerstören? Das. Wir müssen den Vogel kaputt machen. Wir müssen den kaputt machen. Was denn? Nein. Nein? Nicht kaputt machen? Ich habe zwar schon zerstören gewählt, aber nein. Ja, komm, wir tolerieren mal den Vogel. Komm, der sitzt da nur. Der sitzt nur jeden Dienstag da jetzt. Komm nicht, jetzt komm runter jetzt. 5, 4, 3, 2, 1. Tolerieren. Tolerieren? Einen Dämon in meinem heiligen Schrein? Dein Herz ist zu weich. Du kannst versuchen, mit ihm zu reden, obwohl ich nicht glaube, dass er auf dich hören wird. Gute Seele, kann ein Vogel sich nicht auf einen Ast ausruhen oder bist du so hartherzig wie diese Priesterin? Den Ansu-Vogel überzeugen oder den Ansu-Vogel bedrohen? Gute Frage, nicht? Ich weiß es auch wirklich nie. Bei den meisten Entscheidungen stehe ich da genauso da wie ihr, Chat, wo man sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann hast du dann beide Entscheidungen immer irgendwie, aber irgendwie musst du dich durchringen, überzeugt. Wir wollen ihn überzeugen, überzeugen wir den Vogel. Du hast nichts, was du mir versprechen kannst, Reisender. Ich gehöre hierhin, an diesen Ort der Macht. Außer du kennst einen passenderen Ort für ein Wesen meines Ranges. Leider nicht. Aber das deutet auch irgendwie darauf hin, dass wir vielleicht sowas kennenlernen könnten. Ja. Ich bin um meine verführerische Weise geduldig. Wo ist meine Tapferkeit hin? Oh, Aniki. Ich dachte, du wolltest vorlesen, weil du es angesprochen hast. Die tanzenden Flammen spenden keine Wärme, doch sie scheinen zu flüstern. Vielleicht würden sie sich als mächtige Waffe eignen. Mitnehmen oder zuhören? Für was bräuchten wir eine mächtige Waffe? Und warum sollten wir Geistern zuhören? So. Nicht? 5, 4, 3. Oh, es ist Gleichstand. 3, 2, wir hören zu. Wir Anunnaki, ne? Anunnaki. Ja. 300 brennen auf Freiheit. Öffne das Tor. Das Lüstern hat auf und die Flamme flackert auf, bevor sie verschwindet. Mehr Geduld. Tja, das ist halt, das alles weist darauf hin, dass wir dieses Geistertor auch mal öffnen sollen. Ich hab so ein bisschen Schiss vor. Ah, dein Grundschalter ist jetzt auch durchbohrend? Ja. Das ist der Shit. Jemand hat die Früchte zurückgelassen. Ach, komm. Du siehst hier, die Früchte an, das sind Aprikosen, du nimmst welche für später mit. Wir haben schon Aprikosen, deswegen, das ist so eine Sache. Nee. Nee. Tja, hier ist zumindest nicht das Geistertor, wir werden es schon finden. Ja, ich habe heute meinen Sendeplan auch vorbildlich. Gute Nacht, jo, bis morgen. Ich habe meinen Sendeplan extra aufgemöbelt, damit da keiner meckern kann heute. So nett bin ich nämlich auch. Ich glaube, wir können auch da nach unten gehen, komischerweise. Nimmst du es mit? Achso, wir haben übrigens rausgefunden, man teilt sich das Geld. Es gibt keinen Grund zu neiden.
Hier ist aber nichts. Okay, sehr schön. Das mag ich am liebsten. Nichts ist das größte Geschenk auf dieser Welt. Denn nichts könnte dich ersetzen. Sagte der, der mich verkaufen will. Und mich mit noch betrügt. Sicher, das doch, du hast es doch geschrieben, was ich vorgelesen habe. Jetzt komm, jetzt tu nicht so. Hier haben wir eine Mondstatue. Da waren sogar noch Herzchen dran. Nice. Und Opale. Achso, übrigens, ich habe ja. Nee, habe ich das gekauft? Doch, ich habe das gekauft. Na, warte mal. Ja. Ja, setz mich in Farm. Ja, ich musste mal gucken, ob ich das wirklich gekauft habe. Also, ich habe gekauft, wenn ich mich selber mit dem Meteor strafe, dann mache ich mehr Schaden, weil das macht Sinn. Oh. Bist du geduldig? Ich auch. Ich bin geduldig an erster Stelle. Chat! Dieser Ort beruhigt deine Nerven. Frühlingsduft liegt in der Luft. Meditieren oder trainieren. Also beefig werden oder schlau werden. Oder so. Und, was sagst du? Komm, häng dich mal in meine Arme jetzt im Stream. Komm schon. Ich glaube, egal was davon ist, es kommt nicht auf. Nee. Trainieren. Oder meditieren. Oh, jetzt ist gleich doch viel. Gleich kommt der W20. 5, 4, 3, 2, meditieren. Meditieren. Du schließt deine Augen und verspürst eine außergewöhnliche Ruhe, als ob die Welt hier reiner und konzentrierter ist. Jessys Ra gewinnt an Weisheit und Mut. Und ich werde noch weiser. Ich bin weise und mutig und überhaupt der beste Mensch auf dieser ganzen Welt. Und kein Verräter. Ich habe nicht, nein, das, ich habe 5 Minuten mal an die Sonne gedacht, okay? Mhm. Nicht nach vorne laufen, da ist doch der Kampf. Ha! Ihr erinnert euch vielleicht deswegen, weil wir das so als Running Gag nutzen. Dieser Charakter, den ich spiele, der normalerweise bringt er dir die Nachricht, dass du dem Sonnenkult ja eventuell mal dienen könntest. Und, oder beziehungsweise, dass du stirbst. Oh, Baba, ja, das Hütchen. Und, ja. Oh, Vorsicht. Hier wird's mit Stein. Easy. Das war richtig easy sogar. Töte das Hühner aus! Versuch was wert. Ja, das stimmt schon. Ja, und irgendwie habe ich jetzt keinen Bock mehr. Anscheinend. Den bösen, weiß ich nicht. Der bösen Sonne zu dienen, weil Tageslicht ist völlig überbewertet anscheinend. Oh, fuck. Geister. Vorsicht, sind gefährlich. Aber wir müssten ziemlich nah dann am Geisterportal sein, wie es scheint. Ja. Ist das das Geisterportal oder ist das was anderes? Hol mal hier noch das Herz. Ich weiß nicht. Okay, Chat. Eigentlich, es tut mir auch leid. Wir sollten die noch nicht aufmachen, da sind Herzen drin. Nicht auf die Spot. Wenn ich doch nicht Nein sage, warum ist es dann trotzdem ein Ja? Das kann doch nicht sein! Geistermächter, kehrt um. Du wirst das Tor nicht missachten, genauso wenig wie alle anderen Geister. Ich bin kein Geist. Die Anunnaki schmieden einen Plan gegen mich. Sie wollen das Tor öffnen und den Willen der großen Mutter trotzen. Betreten oder gehorchen, Chat. Dies ist wirklich deine Entscheidung. Beim letzten Mal haben wir gehorcht und haben einen Anunnaki als Verbündeten gekriegt, der uns einmal das Leben gerettet hat. Was machen wir diesmal? Ich bin sehr gespannt, was ihr entscheidet. Wow. Wir gehen rein. Oh, Moment. 5, 4, 3, 2, 1, betreten. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich ein Bosskampf. Du bittest um das, was die Götter dir verwehren wollen? Mögest du im Tod Frieden finden? Oh, scheiße. Mehr Stolz. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Vorsicht, Geister. Also, er kann teleportieren. What the fuck? Ich bin tot. Nee, geh auf das Symbol! Nein, geh nicht auf das Symbol. Hol mal eben mein Leben wieder.
Oh, lauf, 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 lauf. Ball unten, Witz. Oh mein Gott. Jetzt hol, jetzt hol, jetzt hol. Danke dir, du bist die Beste. Weg, 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 weg. Alter. Yes! Ordentlich härter als der letzte Zwischenschluss. Entschuldigung, dass wir so wenig reden, aber... Ich zieh den weg. Ich zieh den weg, komm. Der ist richtig hart. Ich weiß auch gar nicht, wann ich den angreifen soll. Also, du solltest dich nur um die Anoki kümmern. Und ich kümmere mich nur um den Wolf. Okay? Plan? Weil du kannst mit deinem... mit deinem Zeug da, mit deiner Welle. Alter, der haut aber auch. Der haut aber aus. Also es gibt keinen Morgen mehr. Wie machen wir Schaden an dem? Gar nicht anscheinend, oder? Oh, ich bin einfach gestorben. Jetzt geht's um mich. Jetzt geht's um mich. Ist die Beste. Werden wir das überleben? Nein. Weg, 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 lauf! Okay. Also ich mache immer ein bisschen. Aber du machst ja richtig Schaden an dem, wa? Gut gemacht. Shit, das habe ich verkackt. Ich mache ein bisschen Feuer hinter dich, damit die Anhieb wieder durchknacken. Okay, perfekt. Ich mache das wieder. Oh Gott, oh, ich will nicht sterben, Alter. Ich versuche immer, wie gesagt, die Anoki so ein bisschen zu lähmen. Du machst das ja genauso. Fuck. Chat, was hast du dazu? Ist harter Kampf oder geht noch? Oder sind wir einfach zu weich? Bist du zu schwach und so? Er ist tot. Ich weiß, ich seh's. Offensichtlich bist du tot. Hat er nicht gemacht. Oh! Oh Gott, ich lebe noch. Da war ich jetzt überrascht. Ich auch gedacht. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich mache ja Schaden, das ist ja das Problem. Ja, aber du darfst nicht mal mehr einmal getroffen werden. Ach, wirklich nicht? Achso, wie war das mit den Fässern kaputt machen übrigens? Glück gehabt. Doppelglück gehabt. Warum spawnt der in mir? Er spawnt einfach in mir! Was soll das denn? Da kannst du nichts machen. Wow. Lächerlicher Kampf. Tut mir leid. Aber muss ich einfach sagen. Shit. Also können wir gar nicht gewinnen. Können wir nie gewinnen. Das ist der Plan. So stark kannst du gar nicht werden. Ich habe keinen Schaden an ihm gemacht. Null. Der hatte zwar noch, aber geht nicht. Irgendwann ist vorbei. Schade. Blick in die Sterne heißt es. Ah, ich will wissen, was dann passiert. Und es ist die zweite Ebene, die wir nicht schaffen. Ja. Einfach schlafen gehen. Einfach rasten. Fertig ist. Ja, also Blick in die Sterne. 1 rasten, 2 ist kochen immer noch. 4 ist jagen, 5 ist Wache halten. 5, 4, 3, 2, 1, wir gehen schlafen.
Jessis Ra ruht sich aus und erholt sich von der Reise. Ist einfach so. Charme und Ausdauer. Ein zierlicher Schatten nähert sich dem Lagerfeuer. Ich habe begonnen, meinen neuen Tanzstil zu entwickeln. Aber ich fühle mich kalt und gehemmt, egal wie viel ich trainiere. Was fehlt mir? Ein Partner oder eine Maske? Eine Maske? 5, 4, 3, 2, 1. Ein Partner anscheinend. Ein Partner. Es stimmt, dass ein Tanz zweier Personen wärmer ist. Meldest du dich freiwillig? Ja, nö. Chat. Einfach alle Entscheidungen abschieben. Ne? Das ist das Grundkonzept meines Kanals. Nimm keine Verantwortung. Demokratie. Ja, und am Ende bestimme ich. Deswegen liebe ich das so. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ja. Ihr tanzt kunstvoll zusammen, aber nach kurzer Zeit musst du aufhören und nach Luft ringen. Anscheinend brauchst du dafür viel Ausdauer. Sei nicht enttäuscht. Wir haben gute Fortschritte gemacht. Bald versuchen wir es wieder. Um etwas zu meistern, muss man üben. Jesse studiert die Konstellation und versucht, im Weg des Mondes eine Bedeutung zu erkennen. Jesse gewinnt an Weisheit, 7 Intellekt und 5 Glauben. Hilflosigkeit übermannt deine Gedanken. Was, wenn du nichts ausrichten kannst? Was, wenn du die Königin des Himmels nicht finden oder heilen kannst? Konzentrieren oder akzeptieren? Chat? Das ist mein Chat! Hör auf, mein Chat so anzusprechen, ob das dein Chat ist! Mein Chat! Ustras Chat? Hm! Grabwächter! Dann spreche ich es ja an, als ob meine Grabwächter wären. Nein! Bitteschön, du sollst dich mal ein bisschen konzentrieren. Da kommt ja alle sagen das! Ja, dann mach mal, da brauchst du ja nicht mehr runterzählen. Du wehrst die Zweifel ab und wickelst Vertrauen wie ein Mantel um dich. Dies ist eine Geschichte, bei der es um einen Sieg geht. Die Konstellation der Helden der Vergangenheit scheint heller zu strahlen. Okay. Jesse gewinnt an Tapferkeit und 5 Stärke. Okay. Ist das Wälder? Ist das Wälder? Die Feuer brennen! Geil! Gut gedodged! Dankeschön! Oh, wie schon gesagt, es brennt nicht. Es kann doch nicht brennen, es ist nicht im Wald! Und dann der Berg brennt! Das Berg brennt, das Berg brennt, der Wasser brennt, der Horizont brennt auch. Ich hab den Mond, ich hab die Sonne nicht angebetet, nein. Aha. Ich wollte nur Deutsch lernen. Hat ja gut geklappt. Ist das Wälder? Oh, das Typ, der ist der Sänger, Mann! Ich verbrenne dich aus Liebe! Ich brenne für dich. Warte noch. Uff, seufzt, diese Krankheit meines Sohnes hat sich verschlechtert. Ich dachte, eine Pilgerreise könnte helfen. Jetzt, wo ich hier bin, stelle ich fest, dass die Stufen steiler sind, als ich dachte. Ermutigen oder verspotten? Ha! Dickerchen! Aber er hat dieses coole Diadem, was hat der Super, also der Superheld? Der, ja. Der Held aus Suikoden 2 hat er. 21! Okay. Natürlich ermutigen wir ihn. Was ist los? Ermutigung. Ermutigen in 5, 4, 3, 2, 1, boom. Jetzt brauche ich brauche den Segen der Königin des Himmels und nicht dein Mitleid. Geh vor, ich hole dich schon ein. Vielleicht. Mitgefühl. Bäh. Aber jetzt wäre auch Gleichstand gewesen, dass ich würfeln. Aber na nun, ich habe ja runtergezählt, denke ich. Einfach gestorben. Das ist unfassbar. An so einem wichtigen Event einfach abkacken, ey. Wir sind zweimal gestorben in diesem Land schon. Das war echt traurig. Wir wissen beide, was das heißt. Ja. Das ist ein Jack. Das ist einfach so ein Jack. Der Jack schnaubt abweisend. Vielleicht kann dir jemand beibringen, mit Tieren zu sprechen. Alter, das ist ein fucking Jack. Ich will mit dem Jack reden. Bringt mir mein Jack. Lässt vieles auf alles.
Ein Händler gab's hier nicht, ne? Hier gibt's nur dieses komische Steintor. Hm. Ah, nee, doch, hier gibt's auch einen Händler. Ja? Ich meine ja, hier gab's, glaube ich, beides. Wenn wir so weit kommen und nicht wieder sterben. An wem lag das wohl? Ja, das war also an Keim. das war, das auch wenn wir da noch Leben gehabt hätten, das wäre, weiß ich nicht. Ich will das nicht so auf die Gruppe schieben, dass die Gruppe das nicht hinkriegt, aber ab und zu denke ich, dass die Charaktere manchmal super unterschiedlich sind, was die Kraft angeht. Oh mein Gott, Fernkämpfer. Achso, ich stehe mit dem Regen, da mache ich mehr Damage. Woo! Auf geht's. Ich liebe Feuer. Ich hasse die Sonne. Mhm. Reicht auch eine Jacke. Wenn die aus Jack ist. Meine Jacke ist aus Jack gemacht. Okay. Alles wird aus Jack gemacht. Alles wird aus Jack gemacht. Vielleicht ist es auch ganz cool, dass wir gescheitert sind. Vielleicht für diesen Schrein. Wer weiß das schon? Wer weiß. Ich will das doch nur ein bisschen runterschwächen, dass wir so kläglich versagt haben. Jetzt komm, jetzt spiel doch einfach mal mit. Das musst du mir vorher sagen. Oh Gott! Feuer der Rechtschaffenheit! Und so. Du machst ganz schön viel Damage. Dankeschön. Ja, ist kein Ding. Oh, eine Höhle. Möchtest du hineingehen? Ist aber noch Geld drin. Das ist ja doof. Ich dachte, das wäre was Interessantes. Das kann nicht immer interessant sein. Wenn ich in irgendein Loch krabbel, dann muss es aber schon interessant sein. Das mache ich nicht einfach so. Das Kommentar dazu. Okay. Ich meine, ich weiß, ich bin der Schnipsenjäger. Ich habe Ruf zu verlieren, wenn ich hier ein neues Loch krabbel. Ist schon okay. Ich verstehe das. Aber... Der arme Norf. Jetzt konnte es mir doch nicht verkneifen. Also wirklich. Da ist das Lagerende. What? Vorsicht! Feuer! Meteoriten! So, ja, ich kann übrigens meine Mitspieler wirklich schaden mit dem, was ich hier tue. Also, das ist nicht. Wir denken uns das nicht aus. Durchs Feuer laufen macht wirklich Schaden. Das Feuer hier. Macht Schaden? Feuer macht Schaden. Ist friendly fire, you know. Sonnengebete kosten wenig. Gib mir alles! Gib mir die ganze verdammte Zitrone! Don't together? Nein? Okay, schade. Das Thema ist heute schon mal. Ja! Aber da kommt auch Steve aus Long Island her! Ich sag, wann genug ist. Gib mir die ganze verdammte Zitrone. Captain Hero sitzt in einem Limonadenstand. Und ist extrem depri und zieht sich die ganze Limonade rein. Das also, will doch sie haben langsam genug, Sir. da kommt dann dieser Satz. Oh, hi. Du bist tölpelhaft genug, um das zu tun? Ja, ich habe Hunger, aber diese Klippe sieht auch ansprechend aus. Beißen oder werfen, Chat? Also du hast jetzt die Möglichkeit, einfach dieses leblose Essen zu essen oder es einfach über die Klippe zu werfen? Ja, das ist schon geil. Das haben wir auch noch nie gehabt, ne? Nee. So tölpelhaft waren wir noch nie. Das ist so blöd, meinst du? Ja, das stimmt. Schön, dass du meinen Chat so mit einbindest. Die Grabwichte sind doch die besten. Achso, nochmal, Chat fürs Mitmachen. Ist ja wirklich so. Oh! 5, 4, 3, 2, 1, Gleichstand! Du darfst würfeln. Das ist aber spitze. Es ist eine? 3. 3! Also es ist eine ungerade Zahl. Also die 1 zählt. Beißen. Jesse bricht etwas von einem Zahn ab. Die Früchte sind aus Stein.
Ach Manuel, jetzt hat er wir müssten da nochmal hin irgendwann. Nächstes heute habe ich etwas gelernt. Man sollte keine Früchte aus Stein essen. Übrigens sollte man auch nicht gelben Schnee essen. Wenn wir schon dabei sind. Ja, du hast etwas Weisheit gewonnen. Naja, gut. Ja, Warte. Guck mal, wir können doch vielleicht... Ist das super eigentlich von Frankie? Nein! Ja, ist es. Ich glaube, das könnte fast der Folgentitel werden für YouTube. Keine Früchte aus Stein essen. Ich meine, du müsstest doch beim Hochheben merken, dass das irgendwie nicht legit ist, oder? Unten. Oder erst oben? Okay, erst ist oben. Ist doch egal. Oh. Der Stein ist eine Hommage an die Fahrlehrtänzerin. Beten oder studieren? Boah. Sowas überhaupt nicht in der Schule. Gelber Schnee mit Stein, voll geil. Wir brauchen nur noch morgen was zum Mittagessen. Ja, wir wollten noch mal schon mal eine Delikatesse. Das mache ich. Das, wenn ich mal einen Kochstream mache. Gelber Schnee mit Stein. Heute. Hättest du ja mal den Broiler filmen können. 5, 4, 3, 2, 1. Studieren. Nachdem du ihn gründlich untersucht hast, kommst du zu dem Schluss, dass die Bearbeitung des Steins mindestens eine Generation zurückliegt. Gewinn an 3 Intelligenz. Ich bin ein bisschen weiser geworden. Du bist ein bisschen geduldiger geworden. Entschuldigung, dass ich da so ein bisschen, aber ich, deswegen zähle ich runter. Nehmt es mir nicht böse. Ich hoffe, ich zähle okay wegen der Stream-Verzögerung. Wenn es euch zu schnell ist, einfach ein bisschen sagen, dann zähle ich von 8 oder so. Das geht auch. Ich kann nicht bis 10 zählen, aber 8 ist noch okay. Feuer, Feuer, Feuer überall, ja, brennt der Feuer der Rechtsaufnahme, wuhu! Nein, nicht diese Rechtsaufnahme, das ist auch kein, was, Moment! Nicht? Nein. Oh. Wir können doch nach rechts gehen. Möchtest du auf den rechten Pfad kommen? Auf den rechten Pfad? Nein? Okay, dann halt nicht. War ja nur eine Frage. Vielleicht, wenn du das nochmal in Sächsisch sagst. Möchtest du vielleicht auf den rechten Pfad kommen, Dün? Toll, toll, dass wir hingelaufen sind. Mein Sächsisch hat die Events vergrault. Ja. Dann lass uns mal zum Lager. Was ist nochmal mit Bayerisch was? Ja, mei. Se fix nur eins. Ich kann kein Bayerisch. Ich hab Final Fantasy gefühlt. 60 gefühl. Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig Ostdeutsch. Ja, ich weiß. Und wir gehen falsch. Wir gehen falsch! Wir haben es früh genug gemerkt. Kein Grund zu brüllen. Du brüllst hier. Du bist der Einzige, der hier brüllt. Stimmt überhaupt gar nicht. Falls du es nicht gemerkt hast, der Chat kann schlecht brüllen. Aber die Stimmen in meinem Kopf sind immer so laut. Aber die haben auch gute Ideen. Das ist wahr. Komm, fertig. Endlich waren wir wieder was. Wir sind nicht gestorben. Laut vorlesen. Für unseren Stamm wurde Jesse zum Inbegriff von Güte und Sanftmut. Zweimal. Ah, nee, ich wurde auch. Für unseren Stamm wurde Jessys Ra zum Inbegriff von Güte und Sanftmut. Ist einfach so. Und außerdem bist du tödlich. Ja, außerdem, er ist so lieb, wie er diese Katze. Wow. Wie er diese Katze grundlos tötet. Haltet euch alle bereit, dies ist die dritte Nacht. Bei Sonnenaufgang wird Mardok zuschlagen. Oh, geht schon. Weiter geht's. Was sollen wir... Die letzte Nacht. Die letzte Schlacht. Was sollen wir tun, bevor der Morgen anbricht und der böse Mann kommt? Sollen wir nochmal knacken? Sollen wir nochmal was Leckeres kochen? Sollen wir eventuell in die Sterne schauen, jagen? Oder Wache halten? Vier ist schon dabei, also einmal sollen wir hier jagen. Wird es das am Ende auch sein? Sehr dramatisch. Fünf. Dies und vieles weiter. Vier. Ja, in der nächsten Folge von X-Factor, ja, ihr Jonathan Frakes. Wir gehen jagen. 5, 4, 3, 2, 1, auf die Jagd.
Jessys Ra geht auf die Jagd und findet genug Fleisch für ein Festmahl. Jessys Ra gewinnt an 7 Stärke und 5 Mut. Viele deiner Fallen sind geöffnet und beschädigt worden, als ob jemand die Tiere freilässt. Verfolgen oder Essen suchen. Ich hab Fleisch für ein ganzes Festmahl, aber ich muss Essen suchen? What the fuck? Ich hab genug! Genug ist genug! Ich bin der verdammte Samuel Jackson! Nein. Zu früh? Ja, zu früh. Ich bin noch nicht bereit dazu. Wir verfolgen das Ganze mal in 5, 4, 3, 2, 1. Das war kompliziert. Verfolgen. Du verfolgst die Spuren von den Fallen zu einem Mann, der dich anbrummt. Siehst du? Alles brummt und brüllt. An seinem Gesicht klebt Gras, als ob er geweidet hat. Männlich. Männlich. Gras Wiedercoin. Männlich. Er läuft in die Nacht davon, so schnell, dass du nicht verfolgen kannst. Und dabei macht er... Oder wuhu, bup, 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 bup. Oder sowas. Hab ich erfunden. Listigkeit und Mut. Jesse studiert wieder Konstellationen und versucht immer noch, im Weg des Mondes eine Bedeutung zu erkennen. Jesse gewinnt an Weisheit, 7 Intellekt und 5 Glauben. Du bist 61 Intelligenz. Das ist voll gut. Besser als 1 Intelligenz. 1 Intelligenz, ja. 1 nice Intelligenz. 1 nice Intelligenz. Ein zierlicher Schatten nähert sich dem Lagerfeuer. Damit könnte ich auch bestimmt alle Truhen öffnen. Ja, wahrscheinlich. Üben wir den neuen Stil noch einmal gemeinsam. Vielleicht wird die fahle Tänzerin auf uns... Du hast letztes Mal mit mir getanzt. Was du los? Warst halt nicht gut genug. Ihr tanzt kunstvoll zusammen, aber nach kurzer Zeit musst du aufhören und nach Luft ringen. Danke für all deine Hilfe, Jesse, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich wieder alleine trainiere. Gewinn 5 Ausdauer. No. Wir werden uns zusammen als eine Klinge gegen den Angriff des Sonnenkults wehren. Der letzte Tag. Bam, 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 bam. Tja. Eigentlich egal. Ich würde sagen, wir gehen hierher. Okay. Er war ein Buschmensch. Oh, da ist doch Geld im Busch. Da ist doch Geld im Busch. Oh, hallo, der Lama-Mann ist da. Hallo. Niemand ist so tapfer wie du. Ich habe alle Geschichten gehört, wie tapfer du bist. Endlich mal jemand, der das sagt. Du bist ein echter Held. Du wirst also gegen den bösen Marok kämpfen, mit einem Arm auf dem Rücken gefesselt, ja? Beide Arme, männlich! Nein, danke. Danke, ich brauche meine Hände. Was machst du mit den Füßen? Nein. Deine Hände brauchst du doch zum Kochen. Ist aber so, was? Und zum Putzen. Und zum Putzen, ja. Natürlich mit beiden Armen auf. Was ist los mit euch? Beide Arme, Bitch! Ich nehm beide Arme und dich in den Mund als Waffe, mein kleiner Junge. Moment, was? Ich meine zwei, okay. Zwei. Wir werden nicht mit beiden Händen hinter dem Rücken kämpfen. Ich meine, come on. Wir haben fast den Geisterlord besiegt. Fast. Aha. 5, 4, 3, 2. Nö, danke. Och. Du bist gar nicht so stark, wie in den Geschichten behauptet wird. Ich wünsche dir trotzdem viel Glück. Boah, der Junge so. Gedisst. Ich bin trotzdem tapfer und weise geworden. Wie das? Tapfer, weil du die Wahrheit sagst. Ja, das stimmt. Oh, ich hätte voll. Das hätte ich gerne. Ja. Meteoritenschwarm. Aber ich darf ja nicht. Wie schleppt der einfach einen Amboss mit sich rum? Come on! Ein Amboss! Das ist eine alte Lady, hinterfragt das nicht. Das ist gruselig. Schade. Tja. Schade. Schade. Dafür, dass du so viel die Sterne beobachtet hast, wir haben irgendwie ja. Voraussetzungen, wenn er nicht erfüllt. Tja, dann machen wir es mal bereit, nicht? Endlich, Jessys Ra. Mein letzter Gegner. Ich hatte gefürchtet, dass du in der Dunkelheit verschwinden würdest, wie deine geliebte Dämonin. Stattdessen wird dein Untergang in den Balladen unserer Helden im kommenden goldenen Zeitalter besungen werden. Wenn du das sagst. Du musst ja nicht nachkämpfen, ne? Ja. Aber eigentlich müsstest du nachher mal ein Bild zeigen. Lass dich nicht erwischen von dem Idioten, ne?
Also ich prügel aber ganz schön heftig eigentlich, wenn ich so ganz ehrlich sein darf. Muss ich dann nicht, wie gesagt, lass dich von dem Idioten nicht verarschen. Ey, der macht dasselbe mit mir, was soll das? Oh, ich mach Feuerregen. Ernsthaft, ich mach diese Feuerspur? Ich wusste nicht, dass ich das ausgewählt habe. Auf jeden Fall kriegt der derbe Damage, Alter! What the fuck? Oh, Kultisten kommen. Jetzt wird's richtig übel, wir müssen uns beeilen, um ihn zu erledigen. Boah, wir ziehen dann. Oh, ich bin tot. Kannst du mir helfen? Nö. Was hast du hier? Nein! Hilf mir, ich bin ein König! Bitte was? Hilf mir jetzt! Jetzt! Hilf mir jetzt! Hilf mir jetzt! Ich hätte ihn schon tot haben können, weißt du das? Wenn wir jetzt draufgehen wegen dir. Mach ihn tot, mach ihn tot, mach ihn, ist mir egal! Ich kann das nicht! Oh mein Gott! Was ist denn so denn? Komm her! Aber am Ende! Du hast so wenig Vertrauen in mich! Alter! Nein, daran liegt's doch gar nicht! Nein! Arschhure! Warum hast du versagt? Habe ich nicht die Dämonen zerstört, wie du es gewünscht hast? Weiß ich nicht. Bye bye. Bam. Immer wieder schön. Tja, leider kommt auch der Mond nicht wieder. Ich muss einfach sagen, wir haben wieder viele neue Ideen gehabt und wieder viele neue Sachen gesehen, aber wir haben den fucking Geisterkönig nicht erledigt. Cooles Rip. Tja. Ich bin sehr gespannt, was aus unseren Helden geworden ist, nachdem wir jetzt ja wohl siegreich waren. Ich hoffe, du bist nicht irgendwo die Klippe runtergesprungen oder so, oder hast du die restlichen Zähne an irgendwie Stein abgefressen. Kann ja passieren. Vielleicht bin ich ja wie aus der unendlichen Geschichte. Ich esse abgelernt. Ja. Sind das nicht große, starke Hände? Hm. Hey, der ist voll cool. Tja. Jetzt ist kein Mond da und keine Sonne. Das ist nicht okay. Naja, das war nicht okay. Shit happens. Wer braucht das schon? Mondlicht macht sowieso nur Krebs. Und Sonnenlicht auch. Von daher ist alles in Ordnung. So, du darfst zuerst. Du bist? Ich bin zuerst? Nee. Du bist zuerst. Jessis Ra. Der ewige Schild, was natürlich geil in der Verbindung ist. Jessis Ra wurde ein legendärer Kundschafter und machte seinen Stamm so berühmt. Es heißt, dass seine Adleraugen schon Jahre im Voraus Schwierigkeiten vorhersehen konnten. Am Dienstag in 3 Jahren... Ich dachte, da stehe ich nicht auf, da stoße ich mit dem großen Zeh am Kühlschrank. Da habe ich keinen Bock drauf, ich bleib liegen. Basti, wisst ihr jetzt alle? Fertig. Jessis Ra hörte lieber auf den Instinkt, den die Götter ihm gegeben hatten. Effizienz war ihm bei seinen Entscheidungen wichtiger als Genauigkeit. Der Appetit von Jessis Ra war so groß, dass er einmal versuchte, steinernes Obst zu essen. Das ist nicht ganz richtig, vielleicht schon. Jessis Ra trotzte den Befehlen des Geisterwächters und verlangte Zugang zur Geisterwelt. Legenden ranken sich um die Redegewandtheit von Jessis Ra, dem selbst die Vögel in den Bäumen nicht widerstehen konnten. In der Geschichte von Jessis Ra geht es um Rettung. Als der Sonnenkult gegen das Staubvolk vorrückte, opferte er sich im Kampf, um die Armee im hohen Maße zu schwächen und den Dorfbewohnern die Flucht zu ermöglichen. Wir nennen die südliche Schildkonstellation ja, nach ihm, damit seine Tapferkeit und Selbstlosigkeit nie in Vergessenheit gerät. Ist geil. Was bist du geworden? Bin gespannt. Jesse, der Baum des Lebens. Geil. Jesse sprach auch oft von der Bedeutung von Dingen, dem... Mach ruhig. Die Menschen Trost spenden und genosse gutes Essen und die Anwesenheit ihrer Familie. Tu es!
Weißt du, wie irritierend das ist? Tu es! Nach den Sonnenkriegen nutzte Jesse ihre Expertise im Betrachten der Sterne für die Riffgeher, die sie als Navigatoren anheuerten. Legenden ranken sich um die Redegewandtheit von Jesse, der selbst die Vögel in den Bäumen nicht widerstehen konnte. Nachdem Jesse für ihre Großzügigkeit berühmt wurde, versuchten viele, sie auszunutzen, aber ihre Geduld und Güte überzeugten schließlich auch die schelmischen Personen als sie irgendwann starb, wuchs ein großer Pfirsichbaum an jener Stelle, der höher ist als die Gebirge und den Himmel berührte. Die große Mutter zog ihn nach oben, um ihn sich zu holen und uns Geduld in Zeiten der Not zu schenken. Das war's. Nicht schlecht. Wir haben irgendwas Neues freigeschaltet übrigens. Ah, als Sargon kann ich ein neues Kostüm benutzen. Nice, schön. Freut mich, was auch immer. Konflikt der Ahnen, Macht der Ahnen. Ich erinnere mich an alles. So viele Wahrheiten in uns gewebt. Wir leben auf den Zungen unserer Geschichtenerzähler. Hm? Du hast das getan. Die Göttin wäre stolz auf die Ehre, die du ihr erwiesen hast. Was auch immer. Nein, der König der Retter darf nicht vergessen werden. Du bist ein Arschloch. Ich muss diese Hülle freigeben. Ihr seid selbstsüchtig. Jeder will seine eigene Interpretation. So funktioniert meine Realität nicht. Wünsche und Träume existieren nicht. Egal wie sehr ihr es euch wünscht. Die Realität ist ein Ort, eine Wahrheit. Uns allen steht Leiden bevor, im Leben und im Tod. Nur mein Segen kann retten. Akzeptiert das Licht und werdet gereinigt. Ich werde es euch im Kampf beweisen. Ich werde es mit all euren Helden aufnehmen, bis ihr aufgebt und die Realität akzeptiert. Und dann geht er weg. Ja, und das war Moonhunters. Dankeschön nochmal an Sayo fürs Dabeisein. Danke an den Chat, der wieder so fleißig mitgemacht hat. Danke an die Unterstützung, die währenddessen, davor, danach und auch weiterhin da sein wird, weil sonst bin ich böse und beleidigt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hier heißt, hier spricht Ustra. Ja, ist ein tolles Spiel. Ich hoffe, ich habe auch die Gelegenheit, das nächste Mal oder in den nächsten Sessions dann auch mal mit North Station zu machen. Da freue ich mich drauf. Wenn ihr North Station nicht kennt, guckt auf Twitch. Er wird sich sicherlich freuen. Sagt ihr, dass ich euch geschickt habe, dann freut er sich vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht schickt ihr euch auch weg. Kann passieren. Dankeschön fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So ist es. Ja, das war Moonhunters. Hat mir sehr